Hallihallo zu einer weiteren Folge Fallout 4 Fundorte. Dieses Mal geht es um den Kryolator, einer Frostwaffe, mit dem ihr eigentlich so gut wie alles einfrieren könnt. Eigentlich müsste jeder von euch an ihm vorbeigelaufen sein, schon am Anfang des Spiels. Wird sich vielleicht nicht mal jeder daran erinnern. Wir sind als erstes, sage ich euch natürlich, wo wir sind. Wir sind in einem Vault 111, dort quasi, wo wir unsere Reise beginnen, wo wir auch eingefroren werden. Und da kann man später wieder zurückkehren, einfach oben auf die Plattform stellen und die fährt nach unten. Sollte die nicht mal automatisch nicht von alleine nach unten fahren, gibt es in dem kleinen Häuschen daneben so einen Knopf, da kann man drauf drücken. Das ist so ein Aufzugknopf, der soll theoretisch den Aufzug nach oben holen. Aber bei mir ging es gerade nicht, also ich konnte gerade nicht, bin draufgetreten, es fuhr nicht alleine nach unten, Knopf gedrückt, draufgestellt, dann ging's. Also falls das mal so hängen sollte. Und dann kommt ihr runter und dann geht's quasi wieder zurück die Strecke, die ihr auch ganz, ganz am Anfang vom Spiel gelaufen seid. Hier in die linke Tür, eine andere gibt's ja nicht. Ich glaube, die ist zu, oder? Ne, die geht auch auf. Verrückte Welt. Wir gehen aber in die linke Tür von beiden und dann folgt ihr einfach dem Gang hier durch mittlerweile eigentlich leere Gänge. So, und kommt hier in dieses Aufseher-Areal. Bin nur noch ich übrig. Ja. Und dann gibt es hier auf der rechten Seite ein Sicherheitstor. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das von Anfang an, ob man das einfach so aufmachen kann oder nicht. Wenn es nicht aufgehen sollte, dann ist, glaube ich, über das Aufseher-Terminal zu aktivieren. Und dann geht das auch auf. Und dahinter befindet sich der Kryolator in einer kleinen Box. Und jetzt kommen wir nämlich zum Eigentlichen. Ihr müsst Minimum Level 18 sein, um den Kryolator bergen zu können. Nicht, weil hier irgendwie harte Monster davor auf euch warten oder weil da die Waffe so eine Anforderung hat an euer Level, sondern einfach, weil ihr dafür das Schloss knacken müsst. Und um das knacken zu können, braucht ihr die Schlossknackenstufe Meister. Und um euch das zu zeigen, Meister braucht das Level 18. Um ein Meisterschloss knacken zu können, muss man Level 18 sein, dann kann man erst das skillen. Das heißt, ihr solltet aber schon mit Level 18, 17, 16, mit Level 16 schon daran denken, um die beiden anderen Punkte vorher schon reinzuskillen. Sonst kommt er da nicht durch oder müsst noch ein bisschen warten. Das ist aber die einzige Herausforderung, also das einzige, woran ihr denken müsst. Und dann könnt ihr das Schloss hier knacken. Also, jetzt können wir gucken, ob ich das hier. Ah, oh, natürlich noch nicht ganz. Könnt ihr das Schloss hier knacken? Dann öffnet sich das Kistchen und dann. Ausgezeichnet. Der Kryolator. 22 Schaden macht das Ding. In der Standard-Konfiguration. Präzision, Reichweite. Die Reichweite ist jetzt nicht besonders hoch. Es wiegt halt unglaublich viel mit 13,2. Das heißt unglaublich viel, aber es wiegt halt relativ viel. Sieht ganz schick aus. Und soweit ich weiß, kann man damit wirklich alles einfrieren. Wo haben wir den Kryolator? Ich durfte, glaube ich, auch schon ein paar Mumpeln dafür haben. Jawohl. Genau, da benutzt so eine Kühlflüssigkeitsgedöns, glaube ich, als Munition. Mal gucken, wo liegen denn die Munition eigentlich? Ach, da ganz hinten. Oder Munition wahrscheinlich. So, Brennstoff ist es nicht, das ist der für den Flammenwerfer. Fusionskern, Fusionszelle, Gamma-Patronen, Gleisbolzen, Kaliber, Kanonenkugel. Kryozelle heißen die Dinger. Ist auch zu einfach. Genau, die Kryozellen braucht ihr und damit könnt ihr dann lustig durch die Gegend braten. Ja, ist mal auch offensichtlich genau 200 Schuss. Und so klingt das Ding dann. Und damit könnt ihr eigentlich so gut wie alles einfrieren. Der Schaden ist nicht das Hauptsächliche, sondern wirklich das Einfrieren. Und das heißt, am besten noch eine zweite Waffe irgendwie in der Schnellweihe haben, jemanden einfrieren und dann ordentlich umbrözeln. Genau. Das ist der Kryolator. Das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es hier erstmal so nicht zu finden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Ja, Kommentare wie immer unten drunter. Bei Fragen, Wünschen, Anregungen einfach reinschreiben, dann melde ich mich da drauf. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, tschüss.